Guten Tag. Letzte Woche haben wir gestartet mit Epson Edge Dashboard als Grundlage für Epson Edge Sprint. Und ja, als Team haben wir heute für Sie wieder die Daniela Scheidung aus dem Product Management, der Jens Barz, der gleich die Präsentation macht. Und wer den Jens kennt, der weiß, dass er das sehr ausführlich machen wird im Bereich Software. Und ich, Andrea Stefan, werde die Moderation wieder übernehmen, so wie es das die letzten Male auch schon mitbekommen haben. Und jetzt würde ich einfach sagen und das Wort weitergeben an den Jens. Ja, danke Andreas. Ja, Epson Edge Sprint ist eine Software, die natürlich ein bisschen ausführlicher ist und wir versuchen jetzt hier auch zumindest auf die Grundlagen einzugehen und versuche das auch relativ cool, sehr schnell in einigen Punkten auch durchzugehen und wenn Fragen sind, wie gesagt, auch im Fragen-Antworten-Bereich. Ja, ich habe einige Sachen vorbereitet, so die Grundlagen. Es gibt noch einige weitere Erweiterungen hinter Profile, fluoreszierende Farben etc., wie sich auch auf Edge Sprint gehen, aber das werden wir im späteren Webinar. Epson Edge Sprint. Ja, was ist das? Epson Edge Sprint ist eine in Abstimmung mit unseren Medien oder unserer Tinte komplett mit unserem Halftone-Modul bzw. unsere Epson Imaging-Technologie gewährleisten können. Sie sehen hier schon einige Beispiele der Drucker, die wir haben. Also derzeit wird unterstützt halt die F-Serie, S-Serie und auch neu hinzugekommen P. Genau, gehen wir aber gleich noch darauf ein. Aber die Software, ganz wichtig der Hinweis, ist nur für Windows. Reine Windows-Software. Läuft nicht auf dem Mac, gibt nicht auf dem Linux. Mac aber gleich nochmal ein kleiner Trick dazu. Ja, Epson Edge Sprint in der groben Zusammenfassung. Was bietet uns diese Software? Ist im Prinzip eine einfache RIP-Lösung, die so einfach zu bedienen ist, von Workflow her auch einfach zu machen ist wie ein Druckertreiber. Unterstützt die kompletten Epson Imaging-Technologie, das heißt Bildverarbeitung, Halftone-Modul ist komplett von uns. Wir basieren das Ganze aber auf einer Adobe PS Engine zur Verarbeitung von den PostScript-Dateien. Das ist eine Original-Adobe Engine. Wir unterstützen halt das EMX-System, gerade was wir aus der letzten bzw. aus dem letzten Webinar halt kennengelernt von dem Epson Edge Dashboard, um halt dort die Kommunikation zwischen den Druckern, den Profilen, die wir zur Verfügung stehen in der Cloud und unserer RIP-Software. Ja, mit einer Epson Edge Sprint Installation und einer Lizenz können wir bis zu maximal 4 Drucker pro Epson Edge Sprint Installation verwalten. Sollten mehrere Drucker mehr als 4 in Verwendung ist, müsste man halt die entsprechende Lösung, hat gesagt, dann auf Rechner verteilen. Ja, das heißt also, wenn man 8 hätte, müsste man schon 2 Epson Edge Sprint Drucker dann verteilen. Ja, Formate im Prinzip ganz normal, die Bildformate, die wir sonst auch verarbeiten, also TIFF, JPEGs, PDFs natürlich, dann aber auch PostScript-Dateien, EPS, das sind so die typischen Lizenzen, die wir halt dementsprechend haben. Das Ganze wird gesteuert über eine Software-Lizenzschlüssel, also über eine Seriennummer, keine Hardware-Dongle. Diese Seriennummer ist einmalig halt gesagt, kann auch nur einmal verwendet werden für eine Installation, allerdings bis zu 4 Druckern. Ja, und natürlich multilingual, das heißt nicht nur in Deutsch, kann auch im englischen, französischen Bereich auch eingesetzt werden. Gut, die anderen Sprachen sind jetzt hier in unserem Verkaufsgebiet jetzt nicht ganz so ja, vorhanden. Das sind so die großen Merkmale von Epson Edge Sprint. Wie gesagt, eins der grundsätzlichen Merkmale und Technologien, die wir reinsetzen, ist die sogenannte Epson Imaging Technologie, die Ganze aufbaut. Viele bezeichnen das auch Epson Halftoning Modul, beziehungsweise wird auch als Epson Precision Dot Technologie teilweise auch bezeichnet, gerade auch in Fremdtrips, die auch mit der gleichen Technologie darauf zugreifen können. Beinhaltet das Halftone Modul, eine Lookup Table sowie auch das Microwaving. Damit habe ich im Prinzip die Möglichkeiten, die Steuerung von verschiedenen Punktgrößen, Tröpfchengröße, einen schönen Verlauf zu gewährleisten, kann die Tröpfchen halt mit der Microwave-Technologie auch noch so anordnen, dass das Ganze als homogene Fläche darstellbar ist, so dass sich das Auge nicht sofort an geraden Linien dann auch stört und als Streifen quasi identifiziert und natürlich die Aufteilung in den gewissen Farbbereichen, in den Grundfarben oder in den Druckfarben CMYK oder je nach Drucker auf die vorhandenen Farben dann auch verteilt, was dann eine optimale Ausnutzung des Farbraums gewährleistet und halt auch die Farbbeständigkeit dann auch im Prinzip auch gewährleistet. Ja, das ist die Grundlage im Prinzip, auf das Edge Sprint dann aufbaut.
Das Epson Edge Sprint gibt es ja schon ein bisschen länger. Auch hier mal eine kleine Versionshistory, vor allem jetzt hier in Betracht, welche Drucker ab wann unterstützt werden. Die Version 1 startete damals mit dem SE, mit der Shure-Color B9000, die nur in Osteuropa verkauft worden ist. Ganz kurz danach mit der 1.1er Version kam dann auch der erste Drucker, der in Westeuropa, also hier in unserem Dachgebiet, verkauft mit dem F93er. Dann ging es schließlich bald aus. Es wurden immer mehr F-Serien im Anfang im Bereich. Das heißt, die Textil-Fabrics-Geschichte wurde im Prinzip da verbreitet. Ab der Version 2.0 wurden dann auch erstmalig Geräte der EcoSolvent-Drucker unterstützt, das heißt die 60er und 80er oder so auch die 40er Geräte wurden unterstützt und ging dann so weit hin, dass man bis hin jetzt in der letzten Version, jetzt mit 2.5, dann auch Geräte der Shure-Color P-Serie, sprich 7.5er und 9.5er, auch mit beinhaltet. Währenddessen gab es immer wieder kleinere Aktualisierungen, gesagt, Drucker kamen hinzu. Interessant halt auch noch die Möglichkeit, optional für ein F500 das zu erwerben, optional für ein 7.5er, 9.5er und natürlich dann die Integration halt auch von den Neonfarben für 9400er. Das ist jetzt nur die große Versionshistorie für die Version, also für die Druckermodelle. Es gibt immer wieder kleinere Updates, die Fehler beseitigen etc. Die habe ich jetzt hier nicht mit aufgeführt. Mal abgesehen von den Druckern haben wir hier auch mal eine kurze Auflösung. Was bringt mir die Engine oder beziehungsweise was unterstützen wir die Drucker und vor allem, wo gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen? Wir sehen links die Version 1.3, die halt schon ein bisschen was als Grundlegende hatte, also Grip Engine ist immer die gleiche geblieben, dass wir natürlich auch nur reine Epson-Drucker unterstützen. Ist halt auch klar, wie gesagt, die Anzahl der Drucker hat sich auch nicht verändert bis dato, immer noch 4. Wir können halt die Job-Steuerung übernehmen, das heißt, wir können Ansteuerung machen. Wir haben so grundsätzliche Sachen fürs Layout, fürs Ausrichten, Verschachteln, Zuschneiden, Schritt und Wiederholung, gerade für den Textildruck interessant. Der mehrschichtige Druck, gerade für die S-Serie, deswegen ist die auch auf Version 2 hinzugekommen mit Metallic oder halt auch Weißdruck. Damit hingegen zeitgleich dann auch die Einbindung ab der Version 2 mit Device-Link-Profilen. Wir können hier mehr in den Farben auch reingehen. Das heißt, wir können die Eingabefarbe dementsprechend steuern. Wir können mit Hilfe von Messgeräten auch uns Zielfarben definieren oder halt und dementsprechend eine Farbersetzung halt auch vorsehen oder halt auch Sonderfarben reinlegen. Eine Pantone-Unterstützung haben wir auch, aber da steht ja extra dieses kleine Eins dahinter, weil die Farbbibliotheken haben wir so nicht im Zuwachs, sondern wir können da ganz normal auf die Adobe Libraries zurückgreifen, die sich bei Photoshop und bei Illustrator mit runterladen oder halt von X-Rite oder Pantone gibt es ja auch den Live Manager, Pantone Live Farben, wo man sich diese aktuellen Farbbox auch runterladen kann und dort auch einbinden können in unser RIP. Anhand deren können wir auch Mustertabellen oder Farbanpassungstabellen optisch sowie halt auch messtechnisch dann anpassen. Da gehe ich aber gleich nochmal dementsprechend drauf zu. Auch natürlich solche grundlegenden Sachen wie Auftragsinformationen oder halt Schnittlinien und halt Marken, wobei ich dazu sagen muss, dass da eine kleine Einschränkung gibt. Schnittlinien oder Schnittmarken haben wir nur keine besonderen, sondern wir haben Standardschnittmarken, ingerichtete, doppelte, aber wir unterstützen keine Ansteuerung für Photoba oder sonstige Cutter-Systeme. Das beinhaltet unsere Software halt nicht. Das können wir halt nicht gewährleisten. Ja, in Verbindung mit dem Epson Edge Dashboard, was im Hintergrund immer mit installiert wird, auch ist natürlich der Druckerstatus immer wieder abfragbar, wird auch angezeigt, sowie halt auch dann entsprechend auch eine Aufbereitung der geschätzten Druckzeit. Das Ganze, wenn ich das einmal installiert habe, bietet die Möglichkeit dann auch ab Version 2.0 das Ganze als Sicherung Wiederherstellungsfunktion, das heißt alle meine Settings, Aufträge etc. können hier für die jeweilige Umgebung gesichert werden und im Notfall wieder zurückgespielt werden. Und natürlich auch eine Anbindung für Hotfolder, das heißt, dass wir wirklich da einen Workflow dann definieren anhand von Quicksets oder Voreinstellungen, Sachen machen können, das ist auch möglich. Seit der letzten Version, die wir jetzt hier, oder Major Release, die wir gemacht haben, seit der 2.5, wo unter anderem halt auch die
Shure ColorP 7.5er und 9.5er mit unterstützt wurden, gab es auch zwei neuere Sachen. Eine neuere Sache ist ganz interessant, gerade für User, die auch Mac auch nutzen, denn es gibt hier einen virtuellen PostScript-Druckertreiber, der sowohl unter Windows als auch unter Mac nutzbar ist. Das heißt, es wird sogar ein PPD-Installer mit angeboten, worauf ich dann eine Freigabe des Druckers unter Windows machen kann und dann auf dem Mac quasi dann Zugriff einrichten kann, sodass ich auch vom Mac halt auf diesen Druckertreiber quasi dann drucken kann und in das Edge Sprint herein dann auch drucken kann. Das geht auch. Und natürlich haben wir jetzt auch mittlerweile eine fertig erstellte Printdatei kann auch erstellt werden, sodass man die auch dann benutzen kann. Wie gesagt, die Farbbibliotheken aus Adobe halt herausnehmen, Illustrator, Photoshop kann man da importieren. Ein wichtiger Punkt noch, ganz wichtig, User, die damals Versionen von 1.1.1er Version hatten, also 1.x im Prinzip, diese Seriennummer funktionieren nicht mit der 2er. Die 2er hingegen sind ab 2.0 aufwärts kompatibel, das heißt, habe ich eine 2.0er Version, werden alle Optionen und zusätzliche Sachen, die dann kommen, sprich, wenn ich jetzt 2.0er habe, könnte ich dann auch zum Beispiel einen F500 oder einen P75er mit der Lizenznummer, die ich damals vielleicht beim 9.3er oder 9.4er oder 6.3er gekauft habe, könnte ich die dann auch mit benutzen. Müsste halt nur dann das entsprechende Update dann herunterladen und dann dementsprechend auch installieren. Ja, Faktor mit den ganzen Möglichkeiten, die wir hier haben unter Unterstützung, ist natürlich die Nutzung dieses Edge Sprint eine Kombination. Das heißt, wir wollen im Prinzip zusammengefasst mit dem Epson-Drucker, mit Original Epson-Tinte und der zusätzlichen Software haben wir eine Komplettlösung, was gleichbedeutend ist, dass wir hier natürlich eine gesicherte Qualität für eine optimierte Produktion, Wirtschaftlichkeit und natürlich möglichst wenig geringe Kosten und natürlich letztendlich für Fehldrucke dann auch weniger Ausschuss fabrizieren. Das heißt, wir haben hier bieten hier wieder ein komplettes System an, was komplett aufeinander abgestimmt sind. Medien haben wir mal rausgelassen, weil es im Prinzip hier auch gerade im Bereich der S-Serie wir keine Medien anbieten, aber mit dem Dashboard natürlich dann auch dort mit der Software quasi dann auch hier ein komplettes Paket dann auch anbieten. Ja, Epson Edge Sprint, wie geht's los? Ja, wir fangen mit der Installation an. Ist im Prinzip jetzt relativ einfach eigentlich. DVD wird immer mitgeliefert. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Internet sind auf unserer Seite im Downloadbereich zu dem jeweiligen Druckgang gibt es nur die Updates entsprechend für das Edge Sprint, nicht die Vollversion. Das heißt, ich muss halt hier wirklich die Vollversion von der DVD nehmen und dort auch installieren. Sprich, hier befindet sich dann die EEP Setup, das heißt Epson Edge Print Setup Datei, die ich halt dann dementsprechend dann starte. Während des Installationsprozesses wird aber gleichzeitig auch das Epson Edge Dashboard mit installiert. Starte ich im Prinzip ganz normal, muss die Lizenzverbindung natürlich dann auch akzeptieren und nun beim nächsten Fenster wird es dann interessant, hier kommen dann auch schon die Auswahl der Drucker, die mit angeboten werden. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Version ich als Vollversion im Prinzip gerade von installiere. Sprich, habe ich eine alte Version, 2.0er, werden hier Geräte, wie wir jetzt hier auf der nächsten Seite sehen, die L-Serie von der S-Serie, der F500 oder 7.5er und 9.5er natürlich dann nicht mit angeboten, sondern nur über das Update dann quasi kompatibel damit freigeschaltet. Ich kann hier im Prinzip von vornherein schon sagen, alles anhaken, wie wir es hier gemacht haben, oder ich kann individuell nur das installieren, was ich auch brauche. Wenn ich jetzt hier wie in dem Fall installiere, ist es dann so, dass im Prinzip alle Druckertreiber auch gleich mit installiert werden. Sprich, wir haben drei Parts immer, die Edge Sprint Software, Dashboard und dann den jeweiligen ausgewählten Drucker mit installiert wird. Ja, Installation läuft dann ganz normal ab, folgt im Prinzip den Anforderungen, Desktop-Verknüpfung erstellen, installieren. Installation läuft durch und hier sieht man mal eben extra, gerade bei der Installation habe ich hier extra mal einen Screenshot gewählt, wo man im Hintergrund sehen kann, welche lokalen Datei und hier sieht man auch dieses am Kürzelende EED-Setup, das ist Epson Edge Dashboard, das hier auch installiert werden. Und je nach Druckertreiber werden dann entsprechende Druckertreiber auch installiert. Hinweis, sobald Druckertreiber mit installiert wird, kann von Windows eine Sicherheitswarnung kommen, sofern man nicht always, also immer Vertrauen im Prinzip dann aktiviert hat, kommt hier der Hinweis, Epson-Drucker werden installiert, gestatten oder nicht gestatten. In dem Fall, ich will es natürlich nutzen, gestatten. Das kommt rein, gilt aber auch,
weil wir eine Anbindung für Messgeräte haben, auch für Messgeräte der Firma X-Rite. Wir haben hier nur eine Anbindung für X-Rite-Geräte, sprich für das iOne Pro. Pro 3 ist noch nicht integriert, geht halt nur bis zum Pro 2, was wir hinterher zum Messen brauchen, für Farbanpassung etc. Das wird aber auch gleich mit installiert mit der Software und dann ist im Prinzip die Software schon installiert. Installation gestartet, ist halt soweit durch. Aber es hängt noch ein paar Sachen jetzt hinzu, denn die Startkonfiguration, das heißt, wenn ich da starte, das Epson Edge Sprint, sehe ich einmal hier die Version. Wir haben jetzt hier die derzeit aktuellste 2.5.1.0 installiert und ja, ist das eine reine Installation, eine neue Installation, dann wird hier auch mal abgefragt, hey, Ersteinrichtung, werde ich durch einen Wizard durchgeführt und in diesem Wizard wird natürlich erstmal abgefragt, hey, hast du eine Seriennummer? Ja, dann kann ich hier bei der Lizenzierung auf Start drücken oder aber, wenn ich das erstmal nicht habe, kann ich die Software auch einrichten und einen sogenannten kostenlosen Testlauf für einen Monat im Prinzip nutzen, ohne dass ich eine Seriennummer nutzen kann. Nach Ablauf der Zeit muss ich aber dann eine Lizenznummer eingeben. Ansonsten ist es nicht möglich, die Software immer weiter zu verwenden. Aber nachhinein, wenn ich es jetzt getestet habe, sag mal, gutes Beispiel kam mir heute wieder Kunden ran. Ah, Kunde interessiert sich für ein F500, weiß nicht, ob das Edge Sprint im Prinzip was für ihn ist, was er braucht. Vollversion muss man ihm einmal leider zukommen lassen, am besten auf dem digitalen Weg als Download. Er installiert sich und würde dann hier als kostenlosen Testlauf da mal starten, könnte dann wirklich komplett drucken und gucken, ob es das so ist und dann als Option halt kaufen. Gleiche gilt auch für die P-Serie, weil das dort nicht im Lieferumfang entfallen ist. Bei den anderen Geräten der F-Serie oder S-Serie ist eine Lizenznummer enthalten. Diese Lizenznummer müsste ich dann eingeben. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Rechner, wo ich das Edge Sprint installiere, mit dem Internet verbunden, dann entsprechend online. Oder ich habe eine Proxy-Firewall oder dedizierte Produktion, wo ich keinen direkten Zugriff habe, kann ich auch also eine sogenannte Offline-Installation machen. Ja, die Online-Installation, klar, ganz einfach. Gehe ich rein und sage online, gebe meine Seriennummer, die sich im DVD-Cover befindet. Gebe ich dann dementsprechend ein, gehe auf Fortfahren, er überprüft die Nummer und wenn die Nummer okay, richtig eingegeben ist und vor allem noch nicht benutzt worden ist, sagt er, Lizenz, Authentifizierung abgeschlossen. Wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, jetzt nach meiner Installation mit der gleichen Installation oder Seriennummer nochmal auf einen anderen Rechner zu installieren, würde er da eine Fehlermeldung kommen, dass dort die Lizenz zum Beispiel verwendet wird. Und müsste im Prinzip erst bei dem anderen PC quasi Lizenznummer wieder deaktivieren und dann könnte ich sie bei der Neuinstallation benutzen. Das heißt, ich kann jederzeit auch wieder die Lizenznummern von einem Rechner zurückholen und für eine andere weitere Installation nutzen. Gerade auch für Demo-Geschichten halt gesagt, kann man das dann auch sehr gut nutzen. Für Demo-Geräte etc. kann ich dann das kurzzeitig oder für einen längeren Zeitraum halt dementsprechend ganz normal draufspielen und wenn ich es nicht mehr brauche, wieder runternehmen oder Rechner halt. Sollte es mal hier welche Probleme geben, dass irgendwie der Rechner abstürzt, die Lizenznummer dann halt quasi sich nicht mehr freischalten lässt, steht unser Service auch dementsprechend zur Verfügung, anrufen, die Kollegen haben Zugriff zur Datenbank, können diese Lizenznummer dann auch wieder freischalten und wäre dann halt auch wieder möglich, dann auch wieder zu nutzen. Das Ganze, wie gesagt, geht auch offline. Falls ich jetzt keine Internetverbindung an diesem PC habe, geht das auch. Auch hier startet es im Prinzip gleich, dass ich hier erstmal meine Lizenznummer angebe und bekomme dann aber einen Link auf die Webseite in Form auch eines QR-Codes. Kann ich das auch Ganze ins Prinzip auch per Handy schnell machen. Gehe mit dem Handy drauf auf den QR-Code, werde direkt auf die License cp.epson.com direkt dann verwiesen, wo ich dann die Seriennummer und einen sogenannten Hardware-Schlüssel erzeugt bekommen habe und dort eingebe. Und dort wird dann im Internet, also per Handy zum Beispiel, dann eine Seriennummer freigeschaltet, die ich dann eingebe und dann ist damit dann auch die Lizenz abgeschlossen, Authentifizierung ab. Also hier offline im Prinzip am einfachsten ist es, offline mit dem Handy dann abfotografieren, bestätigen und dann kriege ich auf dem Handy den Lizenzcode angegeben, den ich dann eingebe und dann ist auch dort die Offline-Registrierung auch drin. Das sind auch wirklich ganz wichtige Punkte bei der Installation, dass ich dort halt im Prinzip die Offline- und Online-Nummer da verwende. Ja, beim Ersteinrichtungsassistenten, wenn ich das soweit lizenziert bin und alles dann soweit läuft, fragt er mich auch gleich,
Drucker starten, beziehungsweise Drucker hinzufügen. Wenn ich das starte, sucht er im gesamten Netzwerk. Man sieht hier im Hintergrund, er findet halt einige Drucker. Ich wähle den Drucker halt aus, den ich dann habe. Wenn ich nur einen habe, findet er auch nur einen Epson-Drucker. Ich muss hier nichts großartig machen. Er muss nur per Netzwerk oder per USB verbunden sein. Dadurch, dass der Druckertreiber im Hintergrund mit installiert worden ist, würde das dann dementsprechend auch direkt eingerichtet werden. Im Falle eines Druckers von zum Beispiel jetzt S-Serie beim 80600er sollte ich dann nur noch darauf achten, dass ich dann noch angebe, ist der derzeit mit 9 Farben verstückt oder mit Weiß oder Metallic Silber und gebe das auch dementsprechend an. Und sobald ich dann sage registrieren, taucht er in der Registrierung und in den Präferenzen auch dementsprechend auf. Und wie gesagt, ich kann hier bis zu 4 Drucker komplett auch einfügen. In dem Fall habe ich jetzt 2 zum Beispiel. Und man sieht auch links oben bei dem Drucker, dass es sich hier bei Printer 1 mit einem Drucker der 80er Serie mit Weiß halt handelt. Einmal das Piktogramm, rechts daneben das Piktogramm. Das soll ein P9500 darstellen. Aber hier vor allem wichtig allerdings mit der Kombination in Weiß, dass man das Prinzip hat. Wie vorhin angesprochen, ich kann bis zu 4 Drucker pro Lizenz oder pro Installation verwenden. Allerdings ist da eine kleine Einschränkung, sobald ich nur eine Lizenznummer eingegeben habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel 4 Drucker im Einsatz oder 2 auch nur, möchte gleichzeitig drauf drucken. Das geht nicht. Das heißt, sobald ich eine Lizenznummer nur habe, kann ich immer nur gleichzeitig einen Druckauftrag abfertigen. Dann gehen die anderen in die Warteschlange rein. Bedeutet, wenn ich 2 Drucker habe, müsste ich dann dementsprechend mir auch eine 2. Lizenznummer besorgen oder, wenn sie im Lieferumfang ist, dort auch direkt mit eingeben. Und dann ist es auch möglich, auch gleichzeitig die Geräte zu betreiben. In Abhängigkeit natürlich immer mit der Leistungsfähigkeit des Rechners so auch ein bisschen abzustimmen. Aber dann ist es auch möglich, diese Dateien gleichzeitig zu bearbeiten beziehungsweise auch die Drucker zu befeuern und gleichzeitig zu drucken. Das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Also wenn ich 4 Drucker habe und Lizenzen halt dementsprechend habe, sollte ich die für die gleichzeitige Bearbeitung auch immer dort auch eingeben. Ja, das muss man halt berücksichtigen, wenn man es hat. Das hängt also ein bisschen von der Installation, was hat. Wie gesagt, diese Lizenznummer ist an der Zeit in diesem Feld auch jederzeit auch löschen zu machen, ne? Nicht nur hinzufügen, ich kann auch hier löschen. Das ist die Freigabe wieder so, dass ich dann die Lizenznummer theoretisch jetzt auf einer anderen Installation auch wieder nutzen kann. Das war es im Prinzip soweit von der Installation. Zusammengefasst, im Prinzip nochmal wichtig, bei der Installation Drucker mit auswählen, der Treiber wird gleich mit ausgewählt, die Lizenzautorisierung entweder online oder halt offline zu machen. Kommen wir jetzt mal zu der Übersicht. Was bietet uns das Ganze, das Epson Edge Print, wenn es gestartet und wie sieht das Ganze aus? So sieht man im Prinzip jetzt die Übersicht aus. Wir haben oben halt gesagt, die grundlegenden Funktionen hinzufügen. Wir haben dann löschen, rippen, drucken, halten, abbrechen, das sind so die typischen Standardgeschichten. Das Kopieren hängt dann auch zusammen, wenn ich mehrere Dateien zusammen habe, da ich die dann zusammenfassen kann. Das ist also aus dem Nesting halt dementsprechend auch machen kann. Das sind so die wichtigsten Sachen als grundlegende Funktion, Start, Stopp und Löschen quasi, wie man so schön immer auch beim Player sagt. Was haben wir noch? Erweiterte Funktionen, das ist im Prinzip auf der rechten Seite, befinden sich dann diese individuellen Einstellungen für jeden Druckjob, die ich dann quasi nichts anderes von oben nach unten dann durchgehe, bekomme dann Informationen angezeigt, kann mir das Seitenlayout machen, welche Medien, welche Farbeinstellungen etc. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Noch im Prinzip alles schön von oben nach unten durcharbeite und entsprechend arbeiten kann. Oben rechts, da wo das jetzt gerade hinfällt, dieses Auto-Dr, wie es so schön abgekürzt ist, ja, gab am Anfang einige Verwirrung, heißt nicht automatisch drehen oder sowas. Nein, automatisches Drucken kann damit aktiviert werden, ist hauptsächlich für die Hotfolder gedacht. Das heißt, sobald die Dateien in den Hotfolder gelegt werden, kann ich auch sagen, nicht nur in das RIP reinspielen, nein, auch die sofort gemäß der Vorgaben in den Voreinstellungen dann auch sofort zur Ausgabe bereit machen. Ansonsten kann ich natürlich, wenn ich das nicht automatisch drucken, kann ich hier erstmal in der Mitte das, die Druckvorschau sehen. Das heißt, wie sieht das Ganze denn auf meinem Layer aus, wie wird es dargestellt, passt das hin, also wirklich eine Druckvorschau. Links oben sehe ich im Prinzip noch die Miniaturansichten, wenn ich mehrere Druckshops Aufträge dann habe, kann ich dort ganz einfach sehen, auch gucken anhand der Piktogramme, hey,
Das ist das der Auftrag. Kann das Ganze auch noch rechts rüberziehen, kriege auch noch mehr Informationen, mit welchen Voreinstellungen gedruckt wird, mit welchem Material dort hinterlegt ist. Das, was ich im Prinzip rechts teilweise auch einstellen kann, aber ich kann die einzelnen Fenster auch wegklicken, so auch minimieren, so dass ich eine neue Druckauftragsliste auch dementsprechend habe. Wenn wir im Prinzip jetzt in der Vorschau mal rangehen, als allererstes oben, wir arbeiten uns mal von oben nach unten durch, sieht man die Auftragsinfo, da wird im Prinzip zusammengefasst, hey, was für eine Datei ist das, wie heißt die Datei, wie groß ist die Datei, wie viele Pixel hat die, welche Farbsachen sind drin, was habe ich schon für Einstellungen anhand der Voreinstellung gemacht. Ich bekomme einfach im Prinzip recht einfach eine Übersicht, was um welche Datei es geht. Um das Einstellen geht es in den nächsten Punkt, das heißt bei den Basiseinstellungen, zeigt der oder gibt uns halt die Möglichkeiten, hier verschiedene Dinge, grundlegende Dinge einzustellen. Fängt natürlich damit an, was für eine Rollenbreite ist drin. Ich kann oben halt auch rechts mit diesen beiden Kreissymbolen diese Sache auch abfragen. Das gleiche gilt auch für den Mediennamen bzw. für das eingelegte Medium. Über das Dashboard bekomme ich dann auch die Information, was ist für Medium, welche Größe, also welche Breite ist drin und vor allem welches Medium ist eingelegt. Habe die unten im weiteren die Settings dann noch hinterlegt, das heißt, mit welchen Einstellungen, in dem Fall jetzt hier bei der 80er, kann ich halt einstellen, ob nur Farbe, Weiß und Farbe, in Einschichtverfahren, in Zweischichtverfahren, zum Beispiel jetzt hier in dem Beispiel erst Weiß und dann Farbe oder halt mit Metallic kann ich dann drucken. Das heißt, die Reihenfolge sehe ich dann dementsprechend gemäß den Vorlagen und kann dann dementsprechend auch die Druckqualität weiter unten auch definieren, das heißt, in welchem Passmodus ich drucke. Ansonsten die erweiterten Einstellungen habe ich dann noch, wo ich halt sagen kann, mit welcher Eingangsauflösung, wäre das hoch, brauche ich sehr hochkarätige Bilder, weil ich vielleicht detailgenauer brauche, kann ich zwischen 720 und 360, zum Beispiel bei einer 80er, 600er, dann einsprechen. Bei neueren Geräten, wie zum Beispiel jetzt auch dem DP-Serie, würde dann halt gesagt 300x300 oder 600x600 auch stehen. Ich kann den bidirektionalen Druck halt auch dementsprechend aktivieren. Ich kann einen gewissen Vorschub noch gewährleisten vor dem Druck, dass ich halt ein bisschen 10 cm oder 20 cm Vorschub habe zum Aufwickeln oder sowas nutze, für die Weiterverarbeitung zum Beispiel auch eintragen. Trocknungszeiten, wenn ich nochmal brauche, welches Material nochmal zusätzlich was brauche. Bei Geräten, die auch ein eingebauten Cutter-System haben, was jetzt die 80er jetzt hier in dem Fall nicht hat, würde unten noch weiter ankommen, das automatische Schneiden, wie beim F500. Wie beim F63er, 62er, könnt ihr dann auch einstellen, wie er schneiden soll, ob er immer einen kompletten Job, das heißt, wenn ich jetzt vier Dateien drucke, vier Seiten drucke, ob er mir den ganzen Job dann erst abschneiden, also alles nach vier Seiten oder nach jeder Seite abschneiden, das geht ab der aktuellsten Version dann auch, das kann ich auch individuell noch einstellen. Ja, wie stelle ich das Ganze ein? Das heißt, selten Layout, ich kann jetzt hier einstellen, wie groß wird das Ganze, ich kann es automatisch anpassen, habe ich die Möglichkeiten, ich habe hier die Möglichkeiten, da auch dementsprechend ranzugehen und sagen, hey, das ist die Möglichkeit, wo ich sagen kann, ich kann hier oben automatisch die Vergrößerung, Verkleinerung machen, kann hier aber auch einen Prozentwert sagen, kann mir die Position sagen, ich kann die Ausrichtung, also zentriert, kann ich mir dementsprechend hier unten machen, ich kann hier auch sagen, drehen, oder halt spiegeln, gerade bei der F-Serie, aber Sublimationsdruck ganz wichtig. Diese Einstellung kann ich aber auch hier über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste, könnte ich hier auch sagen, direkt sagen, hey, 90 Grad drehen, Zentrierung ausrichten, kann ich dann direkt quasi hier auch drüber anwählen, könnte halt dementsprechend dann die Sache dann auch anwählen und auch reinsetzen. Das ist also recht individuell gemacht, auch hier das Anordnen, das Nesting hier, könnte ich dann vorgesetzte Settings machen, wie nah oder fern, also weiter Abstand habe, etc. auf die Wagen. Wie gesagt, der Zugriff ist direkt über die rechte Maustaste in der Vorschau auch wirklich dann einzustellen. Ja, die nächsten Punkte oder die nächsten beiden Punkte, Hauptpunkte, betreffen eigentlich hauptsächlich die Farben und entsprechende Settings dafür. Grundsätzlich natürlich erstmal die Farbeinstellung, heißt natürlich, wie gehe ich mit der Farbe rein, wie gehe ich mit der Farbe um, heißt, bekomme ich Dateien mit eingebettetem Profil, soll er die priorisieren, soll er die benutzen oder soll er die nicht nutzen und dann meinen eigenen Workflow halt machen. Sprich, dass ich hier im Prinzip sage, im C-by-K-Workflow, dass ich hier eingebettetes Profil, zum Beispiel mein Profiljungs nach Epson White C-by-K, also ein sehr weites Profil für die Farben, halt für unsere Drucker, die halt auch orange oder rot auch dementsprechend haben, nutzt das vollkommen aus. Den Rendering-Intent natürlich dementsprechend dann auch habe,
den ich mit einsetze, dass man den halt auch mit ransetzen kann, auch verändern kann. Und das Ganze wird auch gleichzeitig in der Vorschau auch verändert. Das heißt, ich habe hier so eine Art Softproof im Prinzip drin, kann auch so sehen, welchen Einfluss das hat, ob ich da irgendwo schon in Schwierigkeiten laufe. Das ist auch dann soweit möglich. Das Gleiche gilt natürlich auch für RGB, die ich im Prinzip dann die Settings auch habe, nach welchem Profil Adobe RGB, dann perzeptisch halt dementsprechend oder relativ farbmetrisch dann reingehe, ob ich mit tiefen Kompressionen angehe oder nicht halt entsprechend. Zusätzlich ist halt dann zu dem eingebetteten Profil, was ich hier oben quasi an- und abhaken kann, kann ich halt wirklich meinen Workflow bestimmen, kommen halt noch zusätzliche Punkte. Tiefenkompression hatte ich gerade schon angesprochen, gerade beim RGB, kann natürlich sagen, dass ich wenn Schatten einfach absaufen, das im Prinzip, das Zulaufen, kann ich hier ganz einfach dann noch das Entscheidende machen und dann ein bisschen tiefer reingehen und Unterschiede anzeigen lassen, dass das noch gedruckt wird. Der nächste Punkt ist dann das reine Schwarze CMYK. Es gibt ja gewisse Sachen, wo nicht gemischt wird, also kein Composite-Schwarz, sondern wirklich das reine Schwarz aus den Bilddateien dann umgesetzt wird und entsprechend dann RGB oder auch dann oder CMYK wirklich auf Texten, die sollen wirklich kein gemischtes Schwarz, sondern wirklich reines Schwarz genommen werden, also 100% Werte gemacht werden. Kann ich hier noch einstellen, aktivieren. Im Weiteren speziell für den CMYK gibt es dann noch zwei besondere Geschichten, das heißt schwarz bewahren, dass ich halt Schwarzdateien nur bei CMYK, die halt einen Schwarzwert haben von 000 für CMY und dann gesagt, dass ich nur mit der schwarzen Tinte gedruckt werde, also wirklich keine Einmischung habe von Fremdfarben, Streuung etc. habe. Das Gleiche gilt natürlich auch für CMY, das heißt, ich habe auch hier die Möglichkeit, die Primärfarben wirklich zu erhalten und 1:1 weiterzuleiten. Das heißt, wenn ich mir so ein Muster mal ausdrücke, so ein CMYK-Muster, habe ich hier die Möglichkeit, mit dem reinen Gelb, dem reinen Magenta und dem reinen Cyan auch von der Maschine zu arbeiten. Dass ich wirklich auch naturell keine Komposititen gedruckt werden, dass also keine Vermischung im Prinzip da stattfindet. Das ist in gewissen Anwendungen manchmal nötig, gerade im Plattendruck oder Siebdruckfilm wäre mit so welche Technik halt angewendet, wo man halt sowas braucht, irgendwas zu bestimmen. Das kann unser Repair mit diesen Einstellungen auch entsprechend dann umstellen. Muss man halt dann dementsprechend dann aktivieren. Ansonsten natürlich, was reingeht, muss auch irgendwie raus. Ja, die Ausgabe. Letztendlich das verbindende Farbprofil, was mit dem Medium verbunden ist. Bei den meisten Druckern kommt das ja eh alles mit aus dem Epson Edge Dashboard oder halt bei der P-Serie auch mit dem Medieninstaller. Entsprechend halt gesagt, da liefern wir die ganzen Farbprofile für die verschiedensten Medien halt mit. Ob es jetzt für S- oder F-Serie, für verschiedene Geschichten, für Chromalux-Geschichten sind. Dadurch, dass das Profil gleich mitgeliefert wird, wird das hier auch gleich angewendet und habe halt hier die Möglichkeit in dem Bereich, das automatisch machen. Es kann mal sein, dass ich für einen speziellen Kunden vielleicht nochmal ein angepasstes Profil habe, wo ich dann hier sage, in den Präferenzen, hier leg nochmal für den Modus nochmal einen zweiten Profil an und könnte dann wählen für Kunde X, weil der vielleicht ein bisschen mehr Rot braucht oder ein bisschen gesättigte Farben braucht, dass ich da ein anderes Profil nehme. Das kann ich natürlich hier dementsprechend auch anwenden. Im Weiteren kann ich natürlich auch hier in dem Bereich, wo wir hier unten sind, in dem Farbton Konturen kann ich hier im Prinzip da auch manuell natürlich Bestimmungen machen. Entweder für alle Farben könnte ich hier anwählen, ich könnte aber auch einzelne Geschichte Farben, das heißt also die Gradation im Prinzip ein bisschen bearbeiten, aber vorsichtig, das muss natürlich schon geübt sein. Da muss man natürlich auch dementsprechend die Farbkurven sollten dort entsprechend ja, mit Vorsicht genießen zu sein. Die wichtigste Button ist halt bei diesem Bereich, den man hier hat, wäre halt vor allem auch hinter dieser Zurücksetzen-Button, dass man hier wieder auf den Nullpunkt wieder zurückkommt. Ansonsten verliert man ganz schnell auch mal die Farbansätze. Ja, wir haben im Prinzip dann auch die Möglichkeit des Farbwechsels. Ja, wenn man die Farbeinstellung runtergeht und dann den Farbwechselprinzip reingeht, kann ich hier zum Beispiel auch individuell mit der Pimpette heraus, wenn ich hier oben sage, bearbeiten, gehe mit der Pimpette, suche mir einfach einen Farbbereich raus, sage Farben ersetzen, kann Farbwechsel
erzeugen. Klick mir die Pipette an. Ich bekomme hier eigentlich die Farbwerte angezeigt und könnte jetzt hier unten auch individuell die Farben ersetzen, manipulieren. Entweder, gesagt, trage ich das händisch ein oder aber, das kommt hauptsächlich dann nachher gleich nochmal in den Bereich der Sonderfarben zum Tragen, könnte ich natürlich auch sagen, dass ich sage, hey, ich kann das über ein Zielfarbe definieren. Das soll im Prinzip so aussehen, dass es dann gemanagt wird über das Farbprofil. Sage, hey, mess mit my one, das soll die Farbe sein. Kann das auch dementsprechend dann hier einmessen. Oder aber ich kann mir sogar einen Farbatlas, Farbtabelle, Farbkatalog, wie man es auch je nachdem, welches RIP man auch hat, kann man die Bezeichnung ein bisschen unterschiedlich. Kann mir Farbatlas sagen, hey, komm, von der Farbe. Ich weiß, ich habe kein Messinstrument, kann ich mir mal eben 10 Muster oder 16 Musterfarben oder 250 Musterfarben mit leichten Abweichungen, druck mir so einen Katalog aus, gehe dann an meine Sonderfarbe hin, ob es jetzt ein Autolack ist oder ein Ski ist oder sonstige Geschichten, kann dann sagen, hey, was für eine Farbmischung, das gedruckte sieht im Prinzip passt dazu aus und kann dann dementsprechend die Farbwerte hier manuell dann auch eintragen. Das ist die Möglichkeit, zeige ich aber auch gleich nochmal, wie das geht. Also gesagt, ich kann hier manuell sagen, das Rot auch durch Blau ergänzen. Geht auch, ganz simple Sachen. Aber das ist also relativ einfach bei dem Farbwechsel, den man hier dementsprechend hat. Dann haben wir natürlich so Möglichkeiten, Markierungen habe ich jetzt mal kurz übergegangen, wie zuschneiden sind wir jetzt. Ich kann natürlich auch nur Teilbereiche, ich kann auch Teilbereiche halt im Prinzip auch dann dementsprechend drüber gehen. Ich will nur diesen Bereich, den ich hier markiert habe, kann ich entweder reinziehen, hier an den Rändern quasi, oder ich kann mir auch die Größe hier manuell anpassen. Also ich nur einen Ausschnitt im Prinzip, also mir das Bild quasi zuschneiden und diesen Ausschnitt dann drucke. Was ich mit dem Ausschnitt machen kann, kann ich letztendlich auch mehr oder weniger auch in Bannerpanelen aufteilen. Wenn man natürlich jetzt größere Sachen hat, die im Prinzip jetzt nicht mit einer Druckbreite sind. Ich drucke, bestes Beispiel ist, wenn wir für Fotoveranstaltungen, wie ja dieses da im Zingst jetzt nicht stattgefunden hat, die Strandpromille ausrechnen, da müssen dieses mehrere Bahnen, weil das sind 3x3, 4x5 Meter Garagentore oder sowas sind, müssen wir das halt hier aufteilen. Das wäre mit dieser Funktion auch möglich, dass ich sage, hier, das ist eine Druckfläche, zweite Banner möglich, Bahn, dritte, vierte, fünfte und dann zweites. Ganze quasi dann aufteile, die Größen hier manuell sage, kann den Überschnitt noch machen. Diese Möglichkeiten kann ich, bietet die Software also auch an, um halt solche Geschichten mit der Aufteilung mit Banner halt dementsprechend und Bahn halt dementsprechend zu größern. Das geht halt auch damit. Ja, herkömmlich natürlich eine ganz wichtige Funktion aus den Druckern der Fabric-Serie, sprich halt in dem Bereich, wo ich Textil durchbegangen bin, wenn ich ein kleines Stoffmuster haben möchte, das mir quasi ganze Stoffbahn müssen, drucken eine ganze Rolle, 50 Meter brauche ich mal ein Muster. Die Designer haben mir ein kleines Stoffmuster gemacht, was reportierfähig ist, habe mir reingeladen, kann dann hier über Step and Repeat, über Schritt und Wiederholung quasi letztendlich, dann mir auch sagen, hey, druck mir das Ganze auf eine Breite von 1,50 Meter zum Beispiel aus, auf 10 Meter, 50 Meter wäre möglich. Können wir sagen, ob es ein bisschen versetzt ist, damit das nicht gleich das Auge sofort erkennt, dass es im Prinzip gleich ist, immer schön quadratisch ist, sondern ein bisschen versetzt ist. Die Möglichkeiten habe ich auch. Auch dementsprechend Startpoints manuell so ein bisschen anzupassen. Das ist also auch möglich. Gerade halt für die Textil- und Umstoffbahn in größere Menge halt auch dementsprechend Bereiche zu drucken. Das ist also relativ einfach und wird darüber auch dann genutzt und gemacht. Das heißt, hier sieht man es mal umgesetzt. Jetzt haben wir mal auf 60 cm verbreitert und auf 90 cm vergrößert. Und hier habe ich im Prinzip die gleichmäßige Anordnung. Und weil wir hier das Prinzip gleichmäßig haben, sieht man so ein leichtes Erkennungsmuster. Wenn das nicht gewünscht ist, könnte ich hier natürlich dementsprechend auch eine Variation, damit es ein bisschen versetzt ist, wo ein bisschen angesetzt wird. Ja, dann natürlich noch das Gruppieren bzw. das Nesting. Haben wir hier gemacht. Das Ganze wird im Prinzip über die linke Seite eigentlich auch dann gesteuert. Das heißt, ich habe mehrere Druckdateien, sage entweder über Gruppieren oder jetzt hier im Englischen halt über Nesting oder Unnesting, werden zusammengefasst und dann werden die auf einer Druckbahn im Prinzip verteilt. Kann jetzt hier noch sagen, wie ist das Teilungsverhältnis? Sind sie sehr eng aneinander? Wie soll der Abstand sein? Nach links und rechts, nach oben und unten, kann die ganzen Orientierungspunkte kann ich im Prinzip hier noch mit verteilen und dementsprechend auch anordnen. Das heißt, ich kann hier also die Anpassung der Schachtelung im Prinzip
dementsprechend bestimmen. Ich kann auch noch einzelne Bilder halt größer und kleiner machen aus den Seitenlayouts, gehe aber trotzdem wieder in das Nesting-Bereich hier rein und mache das Ganze im Prinzip dann wieder fertig. Das ist im Prinzip dann auch möglich. Das sind so im Prinzip die, ich sag mal, auf der rechten Seite die Grundfunktion oder die Abarbeitungsfunktion. Das heißt, ich fange oben an, arbeite mich nach unten runter, je nachdem, was ich halt haben möchte, die ich im Prinzip dann brauche. Bei den Einstellungen fürs Drucken, da sprechen wir vor allem, wie komme ich an Druckparameter ran. Ja, Druckparameter hatten wir in dem letzten Webinar, was wir das Epson Edge Dashboard eingelegt haben. Die Druckparameter kommen letztendlich über das Epson Edge Dashboard und Epson Edge Print. Zwei Wörter, schwer miteinander zu sagen. Das heißt, alles, was ich im Dashboard quasi reinlade, ist auch verfügbar über das Print, kann synchronisiert werden. Habe ich auch ganz kurz gezeigt im Dashboard-Webinar, wie das funktioniert, weil ist relativ einfach. Ich kann aber auch direkt im Edge-Print im Prinzip dann auch sagen, ranzusetzen. Wenn ich halt die Medienparameter sehe, kann ich auch dementsprechend dann auch ansetzen. Auch hier habe ich direkt Zugriff auf das Dashboard. Das heißt, ich kann aus dem Edge-Print im Prinzip auch das Dashboard direkt aufhören. Aber alles Weitere zum Edge-Dashboard einfach dann in das Webinar nochmal anschauen, das wir auch auf unserer Seite dann haben. Ja, was haben wir ansonsten? Wichtige Sachen zum Einstellen, zum grundlegenden Voreinstellung, weil das Drucken an sich haben wir quasi mehr oder weniger abarbeitet. Das wird dann individuell eingesetzt. Aber wie kann ich das noch verfeinern? Das heißt, welche Voreinstellung kann ich treffen, um mir das Arbeiten relativ einfach zu halten? Dazu kann ich im Prinzip immer über die Werkzeugleiste, Entschuldigung jetzt für die Screenshots, weil die jetzt noch in Englisch sind. Ich habe aber rechts hier hinten immer das Deutsche auch gemacht, dass man es auch mal sehen kann. Oben halt auf Werkzeug gehen. Und ich bekomme halt dann Möglichkeiten, hier den Printer-Status mir anzeigen zu lassen. Das ist eine kurze Info aus dem Dashboard. Oder starte direkt das Dashboard, das heißt, der Browser geht auf. Aber ich kann halt hier meine Werkzeuge, die Presets halt definieren, vor Präferenzen. Und natürlich unten sieht man auch schon die Funktion des Sichern und des Wiederherstellens. In dem Fall wollen wir die Voreinstellung jetzt bearbeiten. Manage Presets im Englischen hier, auch wie gesagt. Und da bekomme ich halt Möglichkeiten, meinen Workflow zu generieren oder abzuarbeiten. An dem Punkt sind wir natürlich auch am ersten Punkt, Manage Print Infos. Da ist im Prinzip der Sync-Button, in dem ich halt die Infos, die im Edge Dashboard halt geladen sind, oder reingeladen sind, kann ich hier ganz einfach übersynken, hole ich mir die dann hier rein, ob es jetzt hier zum Beispiel von 3M sind oder generische Profile halt sind. Das, was ich mit dem Dashboard runtergeladen habe, auf die Maschine geladen habe, kann ich hier ganz einfach auf Sync und schon habe ich hier die einzelnen Modis drin. Ganz einfach zu setzen, kann ich also dementsprechend ran. Ich kann natürlich auch das manuell machen, Pfeile, das heißt Dateien, die ich irgendwie lokal abgespeichert habe, kann ich auch manuell hinzufügen, hier auf Dateien importieren, fortfahren, gucken, wo die gespeichert sind, zum Austausch von eigenen Dateien zum Beispiel oder halt, das ist hier die Location, wo im Prinzip Dateien auch gespeichert sind, also Users Public oder halt Benutzer öffentlich Dokumente. Da lädt das Dashboard auch die manuell rein oder kann an jedem Ort verweisen, wo ich zum Beispiel auch selbst definierte Profile auch haben, so auch abgespeichert haben, ob ich es jetzt per Mail bekommen habe. Einige Händler bieten das ja an, dass sie solche EMX-Dateien auch anbieten für das Dashboard speziell. Oder kann ich natürlich auch direkt in Edge Print auch direkt reinsetzen. Und diese sind natürlich dann auch sofort verfügbar in der Auswertungsliste. Das heißt, sobald ich im Prinzip habe und ich das auch im Drucker halt ausgewählt habe, ist das im Edge Dashboard auch hinterlegt und kann hier natürlich sagen, entweder manuell auswählen oder ich gehe natürlich ganz einfach immer auf den Synchronisationsbutton hier und bekomme dann entsprechend das Material dann auch automatisch angezeigt werden. Dann brauche ich im Prinzip nicht aus der ganzen Liste zu wählen, sondern aktualisieren einmal auf die Breite und einmal auf den Mediennamen, zack, habe ich dann das Material von der Grundkonfiguration drin, muss mich im Prinzip jetzt nur noch entscheiden, welche Auflösung ich drucke, mit welchen Settings im Prinzip. Das Auslesen der Daten geht hiermit relativ fix und einfach. Wenn ich natürlich drucke, gibt es die verschiedensten Voreinstellungen, das heißt Druckparameter, die ich beeinträchtigen will. Das Ganze geht wieder zurück in den Voreinstellungen, das heißt, ich gehe nicht in Druckinformation, wo ich die Medien ja hatte, wo wir gerade waren, sondern ich gehe hier auf die sogenannten Quicksets, Voreinstellungen im Prinzip, die ich hier habe. Ich habe immer einen Systemstandard da drin, kann mir aber bis zu 100 weitere reinladen bzw. definieren. Gehe einfach auf Hinzufügen
und kann mir entsprechende Einstellungen, sprich für die verschiedenen Medien, Workflow für Vinyl, für einen Backlit-Film, für eine Tapete, für diverse andere Geschichten halt definieren, Auflösungsqualitäten kann ich halt hier definieren. Ob jetzt Settings, Farbsettings, Sonderfarben mit drin sind, das kann ich alles definieren und als sogenanntes Quickset abspeichern. Und jetzt vorhin kurz auch gesagt, diese Quicksets tauchen dann an mehreren Stellen auch wieder vor. Das heißt, nutze die im Prinzip einmal, nutze ich die beim Hinzufügen aus Edge, wenn ich sage, also öffne, sage und suche mir eine Datei aus, gehe jetzt auf meine Festplatte, so eine Datei und hier unten bei den Quicksets kann ich meine Voreinstellung dann direkt auswählen. Das heißt, entfällt natürlich sehr viel an Arbeitszeit. Ich muss nicht nur die Auflösung einstellen, ich muss das Medium einstellen, muss Step and Repeat vielleicht noch einstellen, vielleicht noch besondere Sonderfarben oder Farbersetzungen machen. Das ist mit diesem Quickset alles quasi letztendlich hinterlegt und kann dementsprechend das hier direkt beim Öffnen dann auch dementsprechend machen, so dass es im Prinzip dann auch genutzt wird. Das taucht auch in den Auftragsinformationen noch auf, dass ich ein Quickset, ob es das Standard ist, System-Quickset ist oder entsprechend, wie hier P50 zum Beispiel auch genannt ist, mit den jeweiligen Parametern wird das auch noch dann ersichtlich, ob ich ein Quickset habe. Weiteren Einsatz von den Quicksets kommen wir später noch. Stichwort Portfolio, da ist es nämlich dann auch gegangen. Ja, kommen wir dann noch zur Color Collection oder der Farbsammlung, sprich Sonderfarben. Man sieht jetzt hier im Prinzip auch wieder in den Voreinstellungen, dass ich hier die Sonderfarben habe, ist im Prinzip erstmal leer. Und ich hatte aber ja bei der Einfangs schon gesagt, man kann jetzt hier ganz einfach aus Adobe, wenn ich Adobe Illustrator oder Photoshop habe oder den Pantone Live Manager, gibt es die Möglichkeiten, sich dort die Farbbücher runterzuladen und diese dann hier in das im Prinzip in den Voreinstellungen Farbbuch quasi dann reinzuladen. Das heißt, ich gehe hier auf Import, würde dann im Importfenster natürlich auf den jeweiligen Pfad verweisen, wo ich das abgespeichert habe, Illustrator zum Beispiel, Adobe Photoshop, in den Presets-Files. Dort sind dann diese ACB-Dateien bzw. ACO-Dateien dann auch abgespeichert und kann mir die verschiedenen Farbparameter runterladen, nicht nur Pantone. Es gibt auch die HKS-Möglichkeiten, also all diese Farbbücher, die im Prinzip im Illustrator angelegt sind oder verfügbar sind, auch im Photoshop, kann ich hier dementsprechend reinladen, relativ einfach und bekomme dann meine ganzen Farben, jetzt hier in dem Fall Farben Color Pantone CMYK, dann auch angezeigt, werden importiert und können dann intern weiter verarbeitet werden. Und um das Ganze auch nochmal anzudrucken, kann ich so einen genannten Farbkatalog auch mal ausdrucken. Das heißt, ich gehe hier oben auf Color Sample und kann mir dementsprechend dann so ein Farbbuch klein, groß dementsprechend auch mal ausdrucken, damit ich sehe, wie wirkt sich diese Farben auch dementsprechend aus und kann dann dementsprechend sagen, dass die Anforderungen bzw. die Anforderungen des Kunden auch wirklich zutreffend sind. Entsprechend, das ist ja das, wenn hier Abweichungen sind, kann ich dann individuell halt auch dementsprechend über Sonderfarben auch mal definieren. Ich kann aber auch ganz normal in PDFs, in Illustrator erstellte oder InDesign eingebettete Sonderfarben, die ich selber erstellt habe, zeigt er mir auch an. Sprich zum Beispiel Epson Blau, Epson Black oder wie es auch typischerweise Konturfarben, also Cut-Konturen für Schneideprofile, damit die nicht gedruckt werden, kann ich hier dementsprechend auch ausmarkern oder halt ersetzen und sonstige Farben auch hinzufügen. Das erkennt er auch an. Also alles, was im Pre-Flight oder in Acrobat in Druckvorgaben auch drinstehen als Sonderfarbe definiert ist, wird hier auch aufgetaucht und kann dementsprechend hier auch individuell behandelt werden. Ja, und das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ist natürlich die Möglichkeit hier, die Anpassung der Farben. Hier sieht man mal die beiden Beispiele, die ich vorhin auch ganz kurz angesprochen habe. Das heißt, ich habe eine Sonderfarbe oder habe einen Farbersetzen und möchte das jetzt wirklich individuell an dem Kundenwunsch anbieten, dass es wirklich dieses Blau ist, dieses Rot auch ist, kann ich jetzt sagen, hier, das ist die Sonderfarbe Epson Blau oder dieses Rot, Rot Kunde 1, kann ich sagen, hey, das ist die Farbe, die treffen muss und ich kann jetzt sagen, hey, entweder mit einem Colorimeter, das heißt mit einem iOne Pro 2 zum Beispiel, wie gesagt, 3er wird nicht unterstützt, kann ich halt dementsprechend dann das messen, anhand auch des Watchboxes, oder ich kann mal einen sogenannten Farbatlas oder Kataloganpassungstabelle im Prinzip drucken, wo ich hier quasi im Mittelpunkt eigentlich die Farbe, so wie es laut Profil und Umrechnung rauskommen müsste, zutrifft, aber je nach Material und Übersicht kann das ein bisschen variieren. Und entsprechend habe ich hier Variationen drin. Und hier unten, das kann man jetzt leider nicht so ganz schön sehen, sind da die Farbwerte drin, die ich dann hier eintragen kann.
Das heißt, ich kann hier wirklich visuell mit meinem gedruckten auf dem Material hingehen zu dem Originalmaterial und kann dann abgleichen, ja, das Rot passt. Diese Farbwerte stimmen dann. Und sobald der Name Kunde 1 Rot dann hier auftaucht, wird in diesem Farbdatenbank, in Color Replacement, im Farbhintergrund quasi gespeichert. Kann man sogar für Kunden sogar eigens anlegen, welche Farbkataloge werden die dann halt dementsprechend auch dann benutzt. Das heißt, hier einmal die Messtechnik und hier, wie man so schön sieht, diese visuelle Abfärbung, ob es jetzt hier ein einzelner Fächer ist oder sonstige Stoffmuster halt dementsprechend Anpassung ist, kann das im Prinzip angesetzt werden. Dann nochmal ganz kurz die Funktion des Hotfolders. Wie gesagt, Hotfolder im Prinzip ganz einfach, brauche ich nichts mehr groß eigentlich nicht mehr erklären. Wir erstellen einen Folder, den wir auch freigeben können, der, wo man Dateien hinpacken kann. Ich gebe hier im Prinzip, wo ich bei direktem Drop an der Datei raufziehen kann, lege erstmal einen an, das heißt, gehe auf Register, wähle dann aus, hey, wo liegt der denn aus, ob es ein Desktop ist, ob ein Server ist oder sonst wo. Die Netzwerkverbindung sollte da sein. Tipp ist immer, den Folder möglichst auf dem RIP-Rechner zu machen, nicht irgendwo im Netzwerkpfad, weil dann kann es eventuell bei der Anbindung oder für Versuchsaufbautrennung vielleicht mal zu Problemen führen. Deswegen sollte die Farbe möglichst immer lokaler sein, der dann vielleicht lieber freigegeben wird. Den wähle ich aus und sage dann im Prinzip noch, hey, mit welchem Drucker, für welchen Drucker soll der Workflow sein? Wie gesagt, 100 Stück kann ich auch dort anlegen, kann mir den Drucker auswählen. Und jetzt kommt der Punkt mit den Quicksets wieder. Hier kann ich die Quicksets angeben und sagen, jo, das sind meine Voreinstellungen, mit dem Parameter soll diese Datei immer gedruckt werden. Ja, und sobald ich das gemacht habe, wird der Hotfolder erstellt, Parameter freigegeben. Als letztes fragt EdgePrint auch sofort, hey, möchtest du diesen Ordner auch freigeben? Macht Sinn im Netzwerk. Und dann kann man den Hotfolder Vinyl 1, Backlight Film 2 oder sowas nennen und dann dementsprechend wieder dran. Faktisch wird dann im Prinzip dann Folgendes gemacht, dass dann im Prinzip alles, was in diesen Hotfolder dann reingeworfen wird, ob es jetzt lokal oder per Netzwerk, wird dann anhand der Settings dann der vordefinierten Quicksets im Prinzip ausgedruckt. Und nochmal kurz zur Erinnerung, wenn ich automatisch Drucken aktiviert habe, sofort ausgedruckt, habe ich es nicht aktiviert, dann bleibt das in der Queue. Erstmal wird es nur reingeschoben, wird es nicht gedruckt. Das wird im Prinzip halt immer. Ja, je nach Sicherheitsrichtlinien und PC, ganz kurz nochmal den Hinweis, die Firewall oder das Windows Security verbietet das manchmal, dass man das über ein Programm freigeben kann. Böse, böse, böse. Und dann muss man es halt diesen Ordner nochmal manchmal auf persönlich freigeben. Es hängt immer auch ab, welche Sicherheitsrichtlinien und welchen Rechten wir haben. Ja, was haben wir ansonsten noch? Wir haben ansonsten noch kurze Einstellung, den sogenannten RIP-Server. Auch der ist wieder über Werkzeug zu erreichen, über Präferenzen. Sind so Grundeinstellungen, die ich dann drin habe. Also generelle Sprachen. Man kann hier zum Beispiel sagen, wie viel Speicher das RIP zugeordnet wird, wo im Prinzip die Daten hingelangen sind, wie viel Kapazität ich im Prinzip dem RIP freigebe, also für die Druckaufträge auch dann freigebe, reinsetzen. Wenn dieses mal erreicht wird, diese 76 GB, wie es in dem Fall ist, kann ich jetzt sagen, Info oder er sagt immer, die Ältesten dann automatisch gelöscht. Das ist Stück für Stück im Prinzip immer rausgelöscht wird. Das ist also auch noch eine kleine Bitte, wenn man es zu klein eingestellt hat oder so, dass man hier dann dementsprechend darauf verweist, wo dass die Aufträge weg sind. Ja, ansonsten, wenn ich das einmal installiert habe und ich habe jetzt erstmal keine Druckdatei zur Hand, empfehlen wir immer nach der Ersteinrichtung einen sogenannten Testdruck. Dieser Testauftrag ist im Druck im Menü von EdgePrint immer schon integriert. Das heißt, ich gehe hier oben auf File und sage nicht eine Datei zur Jobliste hinzufügen, sondern ich habe halt die Möglichkeit, Testjob zu setzen. Das ist eine kleine Testdatei, die wir dann erzeugt haben. So sieht sie aus. Die beinhaltet sehr viele Farbverläufe, Farbmerkmale halt auch drin, einen Medienkeil, ist auch drin, Fotos mit drin gesetzt sind und beinhaltet auch einige Sonderfarben. Sonderfarbe nach Patone-Art, aber auch eigene, wie das Epson Blau ist zum Beispiel auch integriert, um einfach die Maschine ein bisschen zu testen, in dem Fall auch dann vorzugehen. Das soweit von den grundsätzlichen Sachen. Ganz kleiner Hinweis, schon mal zur Anspielung, zu eines der nächsten Webinare gehen wir da noch ein bisschen mehr drauf ein, auf den EdgePrint und den Weißdruck oder auch Metallicdruck. Ganz kurz erklären, im Prinzip ist es mit jedem Datei möglich, auch weiß zu hinterdrucken, sofern man einen 80600er mit Weiß-Konfiguration, entsprechender Konfiguration hat, kann ich hier im Prinzip auch die Schichten aufteilen und kann halt aus dieser Datei im Prinzip auch Weiß hinzufügen. Dazu ist es dann wichtig, immer aus der Vorgabe Medien zu haben, wo auch ein Profil hinterlegt ist und entsprechende
Reihenfolge, ob es jetzt eine einfache Schicht ist, Doppel oder halt hier wie im Beispiel auch eine Dreifachfarbe, Weißfarbe, die Reihenfolge anzusetzen. Das geht dann im Prinzip auch. Das ist relativ einfach, die Farbanwendung ansetzen. Und dann habe ich hier weiter unten, ganz hier unten, habe ich die Layer-Settings, wo ich dann definieren kann, hey, wo wird das Weiß hingesetzt, da wo Weiß ist, komplett hinterlegt wird, kann das sogar ein bisschen abtönen noch mal ein bisschen, also damit es nicht so stark ist, das ist also auch möglich. Das kann in dem Bereich auch gemacht werden. Dazu kommen wir aber im Prinzip noch mal dann einen quasi im nächsten Webinar. Ja, und das war eigentlich auch schon das Webinar zum Thema EdgeSprint und den Grundlagen. Das heißt, man hat schon gesehen, sehr, sehr viele Sachen, sehr viel auszuprobieren. Ich habe es versucht, so halbwegs vernünftig in einem angemessenen Zeitraum unter einer Stunde darzustellen. Es ist soweit auch geklappt. Und jetzt schauen wir mal, was da noch für Fragen aufgekommen sind. Andreas. Ja, Jens, ja, du hast alles so sprachlos gemacht, dass wir im Moment gar keine Fragen haben. Oh, ja, spannendes Thema, aber du hast ja schon erwähnt, Profilierung, Verwendung von Weiß, Metallic, Einsatz der fluoreszierenden Farben bei den Sublimationsdruckern, das sind ja alles Themen, die wir nochmal extra separat in entsprechenden Webinaren aufnehmen werden, dann nochmal schauen, wie man damit umgehen kann, auch vor allem diese schnelle Geschichte, wie du mit den Pantone-Farben umgegangen bist, das finde ich ganz spannend, das ist sicherlich ein Thema, was man in der Praxis nochmal zeigen muss, vor allen Dingen auch die Abstimmung über den Atlas und die Abstimmung über ein Farbmessgerät finde ich besonders spannend. Da kann man eine Menge angleichen. Dann haben wir ja sowas gesehen, dass die aktuellen Versionen auch die Weißlink-Profile unterstützen. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, über das man nochmal separat sprechen kann. Damit können wir nämlich im Prinzip andere Drucke simulieren. Aber das ist natürlich auch nochmal Color Management-Thema, wo man ein bisschen mehr Zeit braucht, wie den Einblick in das Gesamtdruck. Ja, wir haben jetzt tatsächlich eine Frage. Die Gisa fragt, will er gerne, welche Profilerstellung behandelt wird? Ja, beantworte ich. Mache ich nämlich, deswegen kann ich das direkt selber beantworten. Natürlich mit Jens und Danielas Unterstützung wieder. Aber wir machen ein entsprechendes Webinar noch. Ist, glaube ich, noch nicht auf der Liste, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, weil doch. Das ist ein bisschen später. Das Datum weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, aber es haben wir auch angedacht, weil wir natürlich dazu sagen müssen, dass nicht nur EdgeSprint dafür benötigt werden, sondern eine zusätzliche Profilierungssoftware, weil das geht EdgeSprint nämlich nicht. Wir brauchen sowas wie einen iOne Profiler zum Beispiel. Das brauchen wir noch als zusätzliches Merkmal. Und das werden wir aber zeigen noch. Ich glaube, das ist auch im Juli dann dieses Webinar. Richtig, genau. Also da im Prinzip verweise ich im Prinzip nochmal drauf, die sich nochmal an Händler zu wenden oder die Händler, die schon mal mit mir ein Bootcamp gemacht haben, was EdgeSprint angeht, die haben schon ein bisschen Vorerfahrung, da können sie nochmal in den Unterlagen nochmal reingucken. Ansonsten wird es natürlich ein Online-Webinar, wird es auch noch geben, aber man sieht, ja, EdgeSprint kann sehr, sehr viel und wenn wir das jetzt noch hier reingebracht hätten, ja, dann wären wir bis morgen noch hier und dann bräuchten wir den Feiertag wirklich auch komplett noch. Es ist ein sehr spannendes Thema, was das noch mal machen kann mit EdgeSprint. Ja, da müssen wir ein bisschen was vorproduzieren auch, weil ich glaube, niemand möchte zugucken, wie wir mit einem Wand 1000 Messfelder messen. Ach, wieso nicht? Ja, aber es kommen keine weiteren Fragen rein, wenn ich das so sehe. Ja, dann war es das im Prinzip, wenn jetzt keine Fragen mehr reingekommen sind. Schönes Wochenende. Gleichfalls auch von mir an der Seite. Tschüss.